Wenn Sie zurückgekehrt sind, melden Sie sich bitte bei uns, um die Informationen so schnell wie möglich zu aktualisieren. Rote Rosen Vorschau, Folge 3051 am Montag, 20.01.2020. Carla ist voller Optimismus. Ein Baumstamm mitsamt Käfern verschwindet. Astrid ist sich unklar über ihre Gefühle. Carla sieht optimistisch in die Zukunft und hofft, dass bald ein Ende der Chemotherapie in Sicht ist. Doch dann ist der Befund niederschmetternd, der Tumor hat nicht auf die Chemo reagiert. Pierre freut sich, dass der Heugabelkäfer auf Kregels Grundstück gefunden und von der Umweltbehörde ein Stopp aller Bebauungspläne verhängt wurde. Als sie Judith dazu einlädt, mit ihr den Heugabelkäfer anzusehen, ahnt sie nicht, wem sie da in die Hände spielt. Denn über Nacht ist der Baumstamm mitsamt den Käfern vom Grundstück verschwunden. Astrid hat Henning geküsst. Während Henning auf mehr hofft, muss sich Astrid erst über ihre Gefühle klar werden. Tina warnt, wie schnell hat man einen guten Freund verloren, wenn man mit ihm im Bett landet. Torben versucht, seinen Seelenfrieden übers Radfahren wieder zu erlangen. Das scheitert jedoch an einem Platten. Als er dabei auf Hannes trifft, bietet er an, Torben in der Meditation zu unterweisen. Etwas, das Hannes sehr bald bereut. Denn Torben zeigt wenig Talent für die Meditation. Rote Rosen Vorschau, Folge 3052 am Dienstag, 21.01.2020. Pia gerät völlig außer sich. Carla erleidet einen herben Rückschlag. Astrid prallt mit ihrer Bitte an Bruno ab. Pia ist außer sich, die Heugabelkäfer sind verschwunden und sie vermutet, Gregor hat eigenmächtig Hand angelegt, um sein Bauvorhaben nicht zu gefährden. Judith schafft es aber immer wieder, ihren und auch Gregors Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Bis Alex in Judiths Auto einen toten Heugabelkäfer findet. Carla ist am Boden zerstört, als sie erfährt, dass die Chemotherapie nicht angeschlagen hat. In dieser Situation kann sie Gregor nicht an sich heranlassen. Ihr wird zum ersten Mal in aller Härte bewusst, dass sie sich mit ihrem möglichen Tod auseinandersetzen muss. Bruno stellt sich quer, als Astrid ihn bittet, den Hof auch für Besucher zu öffnen, damit sie mit ihrer Käserei beim Norddeutschen Käseweg aufgenommen werden kann. Erst als Henning auf seinen Bruder einredet, lässt er sich breitschlagen. Henning erhofft sich dadurch eine erneute Annäherung zu Astrid und tatsächlich kommt es zu einem Kuss, auch wenn Astrid sich unbewusst noch immer nach Alex sehnt. Rote Rosen Vorschau, Folge 3053 am Mittwoch, 22.01.2020. Astrid erhält eine Einladung zum Essen. Alex macht Judith schwere Vorwürfe. Carla wird gerade alles zu viel. Henning will es behutsam angehen lassen und lädt Astrid zum Essen ein. Dazu kommt es aber nicht, weil Astrid ihren Käse zubereiten und danach ihre Ziegen vor einem herumstreunenden Wolf beschützen muss. Henning steht ihr bei beidem zur Seite, sodass der gemeinsame Abend gerettet ist. Doch als Henning aufs Ganze geht und mit Astrid schlafen will, erinnert sie sich an ihre leidenschaftliche Liebesnacht mit Alex und weicht vor Henning zurück. Alex hält Judith verärgert vor, sich mit dem Entfernen der Käfer nicht nur über Umweltschutzgesetze hinweggesetzt, sondern ihn auch noch belogen zu haben. Judiths Beteuerungen, dies sei nur aus Liebe geschehen, fruchten nicht. Erst nach und nach beginnt Alex, Judiths Beweggründe zu verstehen. Carla fühlt sich mit der Entscheidung überfordert, ob sie die bisherige Chemo weiterverfolgen oder sich auf eine neue, noch quälendere Behandlung einlassen soll. Ben und Tina gehen übervorsichtig miteinander um und wollen sich erst einmal aus dem Weg gehen, um Torben die Chance zu geben, die Trennung von Tina zu verarbeiten. Danke, schönen Tag noch.